Und was macht der Keller? Na los. Gestern hatten die beiden den Fußboden grundiert und trocknen lassen. Bei nur 36 Stunden Bauzeit muss man Trocknungszeiten sehr gut planen. Also wir haben ja gestern noch den Fußboden gestrichen. Genau. Und heute früh ging es dann los mit den Regalen. War alles krumm, war alles schief, aber jetzt passt alles. Das haben sie gut gemacht. Das kann man lassen. Ich hätte eine Dings gelegt und gefliest. Lecco mio, wie weit sind die denn schon? Jetzt kommt noch eine Blende ran, die machen wir jetzt gleich zuschneiden. Die habe ich mir gewünscht, da macht er zwar rum. Die hat sich gewünscht, für mich hätte das so auch ausgereicht, aber nein, es kommt noch eine Blende ran. Oh. Hallo! Ist das Kasperletader? Und hier kommt rechts und links noch ein Vorhang ran und dann sind wir erstmal. Naja, und hier kommt jetzt dann noch der Schrank, mein toller Schrank kommt da noch rein. Ja, der muss noch rein, der Schrank. Und sind alle Bretter gehobelt? Na klar, alles glatt hier, alles glatt. Alles glatt, ja super. Ja. Sieht ja keiner hinterm Vorhang. Sperrplatten? Was war denn das Schwierigste beim Regal? Naja, wir haben ja teilweise, man sieht es ja hier unten, teilweise hier vorne bis fast 3,5 cm mussten wir hier unten angleichen. Ja? Ja, das sind die 3,5 cm Gefälle, die der hat, da muss er natürlich ausgleichen. Wir wollten das Regal nicht abschneiden, deswegen haben wir es nach vorne nach hinten was drunter gemacht, verleimt die ganze Sache. Weil der Fußboden halt schief ist. Ja, der ist schief. Ja, es geht jetzt nicht nur darum, dass das Ding gerade steht, weil wenn der so ein bisschen schief steht und wird beladen, dann kann es gut sein, dass er mal nach vorne kippt. Na, der Schrank muss immer gerade stehen. Euch bleiben noch 8 Stunden. 8 Stunden noch, ja. Ja, die werden wir wahrscheinlich fast aufbrauchen. Denke ich mal. Bei ihrem Schuhregal wollen Jörg und Lydia die Ecken abrunden, damit man sich nicht an ihnen stößt. Das geht am besten mit der Stichsäge. Die Rückseite muss oben sein, wegen dem Ausreißen. Hast du sowas schon mal gemacht? Früher in der Schule, beim Werken vielleicht. Mit der Laubsäge, glaube ich, hieß das Teil. Aber sonst eigentlich nicht. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Ihr wohnt ja recht ländlich. Lebst du gerne hier? Also ich bin eigentlich ein Mensch, der die Wärme braucht. Deshalb bin ich auch viel oder gerne in warmen Ländern, gerade Asien oder Amerika. Amerika halt da, wo es warm ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, je älter man wird, ich sehe es bei mir, je mehr braucht man auch die Wärme. Oder je länger sollte das Jahr warm sein. Und Lydia reist auch so gerne wie du? Ja. Wir haben uns da praktisch auf der Reise kennengelernt. Aha. Gemeinsam nach Panama. Oh, siehst du, die reisen auch gerne wie wir. Da hat sich halt rausgestellt, dass wir viel Gemeinsamkeiten haben. Und auch beide dickköpfig sind. Wir haben uns dabei kennengelernt und seitdem sind wir auch zusammen. Das war vor rund 10 Jahren. Seitdem haben die beiden viele weitere Reisen unternommen. Hier haben wir zum Beispiel unsere Weltkarte und da haben wir jeder das Fähnchen, wo wir schon unterwegs waren auf der Welt. Oh, guck mal, die Fähnchenkarte! Die gleiche Karte? Die gleiche Karte? Ja, hier unten da ganz Asien und Amerika, hier Kolumbien. Panama, Costa Rica. Bei mir ist Kanada ganz voll. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause fliege, nehme ich da immer ein bisschen so Mitbringsel mit. Ja? Zum Beispiel hier waren wir auf dem Markt in Thailand und wir überwintern da immer. Also 6 bis 8 Wochen ist ein Muss. Oh. Überwintern in Thailand, ein Traum, oder? Hallo, nicht labern, auf Uhr gucken, Gas geben. Genau, denn in 9¼ Stunden ist die Zeit um. Und was bis dahin nicht fertig ist, bleibt, wie es ist. Super! Übung macht den Meister, sagt man doch so. Im Duell der Heimwerker treten 2 Paare gegeneinander an. Und das Team, dem der Kühler am Ende die meisten Punkte in 3 Kategorien vergibt, gewinnt 1.000 Euro. Also da bin ich, glaube ich, jetzt schon guter Dinge, dass wir da eigentlich mehr punkten. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Jens und Diana rücken den abgecycelten Schrank mit den neuen Füßen an die alte Position. Aber Moment, da war ja noch was. Das Gefälle. Es muss vorne was drunter. Deswegen. Ganz schön schräg, was? Ausgleichen ist seine Leidenschaft.
gucke hier, wenn ich in dem Schrank. Na, steht ein bisschen schief. Ist nicht in Waage. Deswegen geht die Tür auf. Vorsichtig, darf nicht zu weit aufgehen. Und wie löst ihr das Problem jetzt? Muss ich ein Stück abschneiden? Nee. Ein Keil machen, ja. Krieg ich hin. Ihr habt noch 6 Stunden 20. Ja, die 6 Stunden reichen für den Keil. Ich gehe dann mal. Was denn? Ich fange jetzt schon mal an einzuräumen. Ja, so, die zwei machen das ja eigentlich schon ganz gut. Die ergänzen sich auch irgendwo, ne? Sie macht die Malarbeiten, er macht das andere. Ja. Hat ein bisschen gezimmert. Einräumen, eigentlich eine Tagesaufgabe für sich. Was wird das? Eine Bar? Naja, die paar Flaschen Wein kann man tatsächlich schnell im Stehen trinken. Ach nein, das wird das Schuhregal. Habt ihr etwa genauso wenig Schuhe wie Weinflaschen? Ah. Ah. Strike! Ach Gott, ey, mir wird ganz übel. Oh. Cool, oder? Die passt schön rein in den Schrank. Die passt schön rein. Ja. Wunderbar. Wie viel Zeit noch? 8 Stunden. Ja, ich glaube 8 Stunden noch. Ja? Wir liegen noch gut in der Zeit, oder? 8 Stunden habt ihr noch. Ja. Können wir nur Mittagsschläfchen machen, oder? Schläfchen. Aber guck, die sind gut gelaunt, die haben sich gut erholt. Können wir dann nochmal eine Schnaufpause machen für Schnaufpause? Nein, da täuscht nicht, da weiß nicht, was noch ja, dazwischen kommt. Ja, die ganzen Feinheiten halt noch, ne? Überall noch ein bisschen nachschleifen. Ja, müssen wir noch ein bisschen so Feinheiten nachschleifen. Da oben das Ding noch machen, das Licht noch dran machen. Das Licht muss man noch machen, den Strom da oben, ne? Die Leiste müssen wir noch hin machen, genau. Strom noch. Klingt nach viel. Ja. Noch ein Schrank. Ein Schrank noch vor der Heizung. Und da kommt auch noch ein Regal hin. Da kommt auch noch was hin. Ja, müssen wir spurten. Ja, auf! Also kein Mittagsschläfchen. Jetzt müssen beide ranklotzen. Da darf sogar Lydia an die Bohrmaschine. Und Staubsauger benutzen die nicht, ne? Also. Nee, bei Lydia und Jörg sind ja auch die Ecken rund. Die beiden machen eben alles auf ihre Art und Weise. Und geputzt wird sowieso am Ende. Passt, oder? Ja. Was wird das? Kleben statt bohren? Ja, doppelseitiges Klebeband oben, unten dann den Puffer, damit es nicht klappert auf dem Fliesenboden. Ach so, das ist die Unterseite und von oben kommt noch eine Schraube rein. Wie schätzt ihr denn eure Chancen ein, das Duell zu gewinnen? Ja, ich hoffe, dass es dann so reicht alles, ne? Nicht, dass die anderen noch mehr machen. Siehst du, haben wir auch gedacht, hoffentlich machen die anderen nie so viel. Ach, glaube ich nicht. Alleine das hier, dieses Quergestell hier, das ist schon ein Highlight. Wer macht denn sowas? Der muss ja ganz schön bescheuert sein, ey. Ja, du machst doch einfach ein Leitersystem und fertig hier. Und hier, guck mal, alles versetzt hier, alles doppelt und dreifache Arbeit. Bleibt das denn jetzt so offen, Jörg? Das ist jetzt ein Regallabyrinth. Wahnsinn. Es bleibt offen, aber fertig ist es dennoch nicht. Denn es fehlt das Licht. Oh Gott, Strom. Jetzt gleich gibt's einen Knall und dann. Mach an! An? Und? Wow! Yeah! Es wurde Licht! Hey, der Meister! Ja. Der Meister des Lichts! Ja. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen was einräumen. Dann sind wir fertig. Boah. Im maßgeschneiderten Regal findet jetzt alles seinen Platz. Sieht gut aus. Oder Marc, was zu meckern? Also der Weinregal ist sehr spärlich. Da komme ich ja vorne und hinten nicht mit klar. Viel zu wenig. Habt ihr alles geschafft? Seid ihr fertig? Fertig! Ja! Meister und Holzwurm. Mit dem Chaos ist jetzt Schluss. Dank eines ausgeklügelten Regalsystems ist der Keller übersichtlich und ordentlich. Schön. Ja, sieht schön aus. Schön. Eigenleistung, ich sag Eigenbau, top, immer. Und ich bin super happy. 2,5 Stunden. Bin also zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass es so wird, aber ich bin echt viel Stauraum, super. Ich bin super zufrieden und man hat Platz. Wow. Jetzt ist hier Platz. Jetzt steht nichts mehr auf dem Fußboden. Ja. Das ist Platz, jetzt kannst du dich umdrehen, den Wäschekorb hinstellen. Ja, alles sauber. Genauso sollte es sein. Ja, genau. Ja, schön geworden. Cooles Projekt, Lydia und Jörg. Bin gespannt,
wie viele Zuschauer fragen werden nach dem Plan dafür. Wenn zwei Karnevalisten ihren Keller einräumen, wird es bunt und voll. Sind das Klamotten? Lecco mio. Die Vorhänge verdecken das bunte Treiben dahinter und lassen den Keller ordentlich, sauber und übersichtlich aussehen. Und zur Not kann man auch noch die Tür zumachen. Passt. Wagen hat Luft. So. Schau noch mal, bevor wir sagen, wir sind fertig. Sind wir wirklich fertig? Ja. Alles verstaut, Wahnsinn. Was meint ihr? Ja, fertig. 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 Ohne jetzt zu klugscheißern, aber das hätte ich an einem Tag gemacht. Außer mit dem Streichen. Das dauert halt seine Zeit, weil es trocknen muss und so. Ja. Aber das Regal. Ja. Noch eine Stunde und 24 Minuten. Ja, können wir das nächste Projekt schon anfangen? Bald schaffen wir es noch. Und eins, zwei und drei und vier. Und hoppa, hopp, hoppa, hopp. Und dann drehen. Und eins und zwei und drei und vier. Und hoppa, hopp, hoppa, hopp. Und dann drehen. Und ihr seid fertig mit eurem Projekt und ich will jetzt genau sehen, was habt ihr alles gemacht? Aus dem vollgestellten und langweiligen Kellerraum ist ein farbenfrohes, frisches und aufgeräumtes Kostümlager geworden, in dem alles einen Platz mit direktem Zugriff findet. Das muss ich noch mal im Detail sehen. Jens und Diana haben ihr handwerkliches Können unter Beweis gestellt und Neues erschaffen sowie Altes aufgewertet. Schön geworden, gute Idee. Leicht nachzubauen? Nicht ganz so leicht nachzubauen ist das Regalsystem von Jörg und Lydia. Trotz so einiger Schwierigkeiten, Hürden und Fehler haben die beiden es geschafft, ihr Projekt zu vollenden und ein perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Regalsystem erschaffen. Doch welches Projekt macht das Rennen um die 1000 Euro? Kommen wir zur Punktevergabe der Kellerräume. Lydia und Jörg gegen Diana und Jens. Das handwerkliche Geschick bei Lydia und Jörg war klar verteilt. Da gibt es einen Meister und jemanden, der zuarbeitet. Was ja ganz in Ordnung ist. Ihr habt super gearbeitet, dafür gibt es von mir 8 Punkte. Diana und Jens haben jeder für sich ihr handwerkliches Geschick bewiesen. Ihr habt mich abgeholt, ihr habt beide für euch gearbeitet und ihr habt beide eure Sache toll gemacht. Dankeschön, dafür gibt's 9 Punkte. Lydia und Jörg haben ihre Kreativität in dem engsten Raum, in dem Kellerraum, ausgelebt mit den Möglichkeiten, die sie hatten. Und dafür gibt's von mir 8 Punkte. Diana und Jens mussten in ihrem riesen Kellerraum so viel Stauraum schaffen und das auch noch mit einem farblichen Konzept und gute Ideen. Hat mir gefallen, 8 Punkte. Der Vorher-Nachher-Effekt bei Lydia und Jörg war da. Sie haben nicht nur Stauraum geschaffen, sondern sie haben es auch so dargestellt, dass es Nutzen hat und dass es Sinn macht. 8 Punkte. Diana und Jens haben so viel Stauraum geschaffen, wie es nur eben möglich war. Und im Vorher-Nachher-Effekt kann man sehen, dass jetzt nicht nur mehr Platz da ist, sondern dass es auch sauber und schön aussieht. Was man alles aus dem Kellerraum machen kann. Dafür gibt's von mir 8 Punkte. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit nur einem Punkt Vorsprung geht der Sieg an. Marc, sagst du es ihnen? Hallo, sind da die Uhlemanns mit dem verrückten Farbenkeller? Ja. Hallo, hier ist der Marc. Ich wollte euch ganz herzlich gratulieren. Ihr habt gewonnen und die 1000 Euro gehen an euch. Wuhu, danke. Ihr seid ja verrückt. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut und liebe Grüße an deinen Mann. Ciao. Ja, danke schön. Ciao. Herrlich. Wir haben gewonnen. Endlich kriege ich jetzt meiner. Was? Abzugshaube für meine Werkstatt. Oh. Ach, ja, ja, haben wir ausgemacht. Haben wir ausgemacht, kriegst du.